Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe SC Paderborn-Fans. Ich begrüße euch zum wiederholten Mal in der Bendler Arena zum Interview der Woche. Heute Hauke Finn Wahl. Hallo. Da fällt mir gleich ein, Hauke Finn Wahl. Wie denn jetzt? Hauke Wahl, Hauke Finn Wahl, Finn Wahl. Was hättest du denn am liebsten? Ja, Hauke Wahl. Hauke Wahl. Ja. Wie kam es dazu, dass du den Zweitnamen hast? Ich wurde in Barmbek geboren und meine Eltern haben mich halt Hauke genannt. Und dann rief das Krankenhaus ein paar Tage später an und meinte, ja, Hauke ist auch ein Mädchenname und wir bräuchten noch einen Zweitnamen. Da haben meine Eltern ein bisschen überrumpelt, haben ein bisschen überlegt und dann gefiel der Name Finn. Und ja, ein paar Tage später ist ihnen dann auch aufgefallen, dass es ja, auch wenn das Haar fehlt, ein Tier gibt davon. Ein Tier gibt davon, okay. Ja. Muss man sich wahrscheinlich viele Wortwitze anhören darüber, ne? Aber lernt man auch mit der Zeit mit umzugehen. Also in der Grundschule habe ich schon immer was gehört, aber mittlerweile geht das eigentlich. Okay. Das heißt also auch, wenn du das nächste Mal, denn du hast diese Saison schon ein Tor für uns geschossen, das nächste Mal ein Tor schießt, dann möge doch bitte der Stadionsprecher einfach nur Hauke rufen und der Rest dann Wahl, also Hauke Wahl. Ja. Gut, haben wir das geklärt? Ja, wenn man mal ein bisschen recherchiert in deiner Vergangenheit im Internet, bekomme ich leider nicht heraus, wo du geboren bist. Ich weiß nur, dass deine erste Spielerstation beim Witzhaver SV war. Das liegt in Schleswig-Holstein, also oben an der Ostseeküste ein bisschen. Wie ist das bei dir? Wo bist du geboren? In Hamburg. In Hamburg? Ja. Okay. Ich habe aber früher gar kein Fußball gespielt, sondern Handball. Ja. Okay. Ich bin neu dann aufs Dorf gezogen mit meinen Eltern und meinem Bruder und habe dann erst angefangen zu kicken. Okay. War das schon klar, dass du Innenverteidiger bist, wegen deiner Größe? Oder? Ich war damals Stürmer, ich habe auch relativ viele Tore geschossen. Das erlebe ich immer wieder, dass Innenverteidiger, die heute Innenverteidiger sind, früher Stürmer gewesen sind. Ja, und dann ist das mit den Jahren immer nach hinten. Ich habe gerade schon zu Menes gesagt, wenn ich in den alten Herren bin, dann bin ich bestimmt Torwart. Okay, wäre das was, eine Position, die dich auch noch reizen würde? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Da haben wir mit Luki ja momentan auch einer der besten Männer mit auf dem Feld. Von daher, Norbert brauchen wir gerade nicht. Innenverteidigung, das machst du bisher super. Ja, wenn man dann mal überlegt, aus deiner holsteinerischen Zeit, nenne ich das jetzt mal, bist du ja eher der nordische Junge, jetzt bist du nach Paderborn gezogen. Gibt es denn schon irgendwas, wo du sagst, von wegen, das vermisse ich? Die Ostsee, Fische, Boote? Ja, die Ostsee. Also besonders die Kiellinie in Kiel. Hab relativ nah dran gewohnt und ja, da hat man sich gerne halt einen Kaffee gesetzt oder so und hat halt ein bisschen auf die Förde geschaut und das ist schon so ein bisschen das, was ich vermisse. Bist du auch ein Typ, der sich dann mal bei der Kieler Woche auf ein Segelboot setzt und dann mal rausfährt? Nee, das nicht. Nee, dann eher, auf der Kieler Woche ist ja, dass relativ viele Konzerte sind und dann geht man da eher hin mit Kumpels und weiß nicht, also bei mir war es ja immer ein bisschen, ich habe direkt in der Stadt gewohnt, direkt vor der Kieler Woche, also hieß es für mich auch eine Woche richtig ungesund ernähren. Da ist ein Crepe stand vor der Tür und die Bratwurst und so, da kommst du da gar nicht drum herum. Okay. Gut, wer will es dir verdenken, mit 21 Jahren zu sagen, ich möchte lieber auf Konzerte, als mich auf ein Schiff zu setzen und rauszuschippern? Vollkommen nachvollziehbar. Ja, jetzt warst du, wie gesagt, eine Zeit lang, oder deine letzte Profistation war bei Holstein Kiel. Jetzt bist du nach Paderborn gekommen. War da für dich ziemlich früh klar, dass du diesen nächsten Karriereschritt machen willst? Oder wie hat dich Michael überredet, hier hinzukommen? Ja, es war mir Ende der letzten Saison klar, dass ich gerne den nächsten Schritt in die zweite Liga machen würde. Also ich war auch sehr zufrieden mit meiner Saison. Ich habe auch relativ viele Spiele gemacht in der dritten Liga. 63 für die, die es nicht wissen. Mit 21. Und da war es einfach logisch, dass man den nächsten Schritt machen will. Mit Kiel hat der Aufstieg leider nicht geklappt. Leider gescheitert, kurz vor Schluss. Und dann kam Paderborn halt auf mich zu. Und da war es einfach so, dass es alles gepasst hat. Es war so, wie man sich es vorstellen konnte. Es gab die Chance, gleich zu spielen. Wenn jetzt so gewesen wäre, dass sie gesagt hätten, du kommst als dritter Mann, dann wäre es für mich auch nicht in Frage gekommen, weil es ist wichtig für meine Entwicklung, dass ich spiele. Und wenn es dann in der zweiten Liga ist, dann ist es genau das, was ich gerne hätte. Hm. Das sagen immer viele, dass alles gepasst hat. Jetzt hast du selber schon gesagt, du würdest gerne spielen. Wenn du den SC Paderborn mit Holstein Kiel vergleichen würdest, auf Vereinsebene, wo sind da die Unterschiede? Das ist das Stadion allein schon viel größer. Die
Geschäftsführung, die ist viel größer. Also es sind einfach viel mehr Leute um dich herum. Es waren in Holstein halt in Kiel alles ein bisschen kleiner, es war auch sehr professionell. Aber es ist hier halt einfach noch ein Tick professioneller und einfach noch ein Tick größer. Okay, also da merkt man schon den Liga-Unterschied. Ja. Okay, gut. Ja, wenn man jetzt mal überlegt, wir haben es gerade schon angesprochen, du hast 63 Spiele bei Holstein Kiel gemacht, auch in der Innenverteidigung. Und neben dir hat Manuel Hartmann mit dir zusammengespielt. Ja. Der ist allerdings 10 Jahre älter als du. Jetzt ist es bei mir immer so ein bisschen die Problematik, wenn ich jetzt mit, sag ich mal, 20 in der Innenverteidigung spiele und da wird ein 30-Jähriger sein und der scheißt mich zusammen, weil ich irgendwas falsch gemacht habe oder so, dann hätte ich schon ein bisschen Bammel. Wie ist das da auf Profi-Ebene? Ja, also zusammengeschissen hat er mich nie. Also ich, ehrlich gesagt, so, wenn wir auf dem Platz stehen, merkt man den Unterschied nicht. Man spricht miteinander, man coacht miteinander, ich gebe ihm Hinweise, er gibt mir Hinweise. Und neben Platz ist es einfach so, dass ich hingegangen bin und ihn gefragt habe. Der hat halt schon länger Innenverteidigung gespielt. Ich war da vorher 6er in Kiel in der A-Jugend und habe ihn halt gefragt, du pass auf in der Situation, wie sieht das aus? Und der hat mir da enorm geholfen, das muss ich wirklich sagen. Dafür bin ich ihm auch dankbar, das ist nicht selbstverständlich. Und ja, das war super von ihm, das muss man echt sagen. Also kann man schon sagen, dass man sich da schon Ratschläge abholt von den älteren Spielern, ja, um dann halt auch ein bisschen mehr in dem Geschäft klarzukommen. Ja, ich hatte auch viel Kontakt mit Rafael Katsio, das war letztes Jahr unser Kapitän, der hat mir auch viel geholfen, auch wo es nachher darum ging mit Vertragsverlängerungen und einfach so kleine Tipps gegeben, die mir auch einfach enorm geholfen haben. Mhm. So, dass einfach ein bisschen Abstand von den Dingen zu haben, dass du den Kopf frei hast für Fußball. Das sind einfach Dinge, die können ja einfach die älteren Mitspieler mitgeben. Und das ist dann auch super. Einer, der hier bei dir an der Seite steht, ist bei uns der Niklas Hodeneder. Der ist, er möge es mir bitte verzeihen, aber auch älter. Ich glaube, 8 Jahre älter als du. Hat man da dasselbe Gefühl? Ist das genauso? Oder? Ja, ja. Also man merkt, er hat ja schon viel mehr Zweitligaspiele. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viele, aber das merkt man ihm an. Und der unterstützt mich da, der hilft mir. Ab und an sagt er, pass auf, der Hoffer, der ist schnell. Da müssen wir aufpassen. Oder der kennt die Spieler schon und da gibt er mir auch noch Tipps. Das hilft mir dann auch, um mich dann auch auf die Stürmer einzustellen. Du hast gerade auch gesagt, dass du vorher im defensiven Mittelfeld mal gespielt hast. Welche Rolle hast du denn lieber, im defensiven oder in der Innenverteidigung, aus heutiger Sicht? Ja, mittlerweile schon Innenverteidiger, aber ab und an vermisse ich das halt auch mal nach vorne zu gehen. Das habe ich schon gern gemocht, aber ja, Innenverteidiger, ich glaube, das für mich einfach das Beste ist. Also, da passe ich mit meinen Fähigkeiten schon am besten ein. Naja, die meisten Kinder, die davon träumen, Fußballstars zu werden, sind ja immer die, die die Tore dann selber schießen, also vorne im Sturm halt. Ist für dich aber gar nicht das zweitrangig. Für dich ist wichtig, Fußball zu spielen und das am liebsten hinten dann auch und egal, ob man Tore schießt oder nicht. Also ist eigentlich egal, wo der Trainer einen aufstellt, solange man spielt und die Mannschaft gewinnt, ist alles top. Okay, so jetzt kommen wir mal auf die aktuelle sportliche Situation. Der 9. Spieltag ist jetzt vorbei. Ihr habt seitdem 7 Punkte gesammelt. 15. Tabellenplatz. War dir vor der Saison eigentlich klar, dass das so schwierig wird oder bist du da vielleicht ein bisschen selbst von überrascht? Also ich bin ja erst ein bisschen später dazugekommen und da waren die Ergebnisse ja schon nicht so positiv, aber ich habe schon gedacht, dass wir das relativ schnell umgebogen kriegen. Ich meine, jetzt haben wir, ich glaube, ich habe 4 Punkte geholt aus 5 Spielen. Das ist jetzt nicht die Ausbeute, die man gern hätte. Aber man merkt mittlerweile, dass wir einfach Schritte nach vorne machen. Wenn man jetzt die zweite Hälfte gegen Pauli sieht oder in Karlsruhe. Ich meine, natürlich gibt es immer mal einen Rückschritt oder hast auch Rückschläge, aber die haben wir gut verarbeitet. Wir haben jetzt erste Halbzeit gegen Pauli schon noch ein bisschen Glück gehabt und haben dann aber auch das Heft des Handelns in die Hand genommen in der zweiten Hälfte. Und da sieht man einfach einen Fortschritt. Also natürlich am Ende zählen die Ergebnisse, aber man sieht halt Fortschritte, das ist das Wichtige. Man sagt an solchen Stellen immer gerne, die Mannschaft braucht noch Zeit. Jetzt fragt sich natürlich der durchschnittliche Fußballfan, wie viel Zeit braucht denn so eine Mannschaft? Na klar, ihr habt jetzt bis zur Transferende noch einige Spieler dazu bekommen. Die zweite Bundesliga lief schon. Meines Erachtens nach sah man da auch wirklich schon Ansätze vom Spielsystem auch her. Aber ist es dann wirklich so schwierig, das Ganze nochmal im Spiel auf dem Platz umzusetzen mit Laufwegen etc. pp? Also Training und Spiel ist immer was ganz anderes. Und okay, das ist einfach so. Ich kann jetzt nicht sagen, wie lange wir Zeit noch brauchen. Ich hoffe, dass wir Montag schon wieder anfangen mit 3 Punkten. Und dann wird man es einfach sehen.
Es entwickelt sich dann einfach. Was sich leider immer dabei auch entwickelt, ist der öffentliche Druck, der umso mehr entsteht. Schnell wird immer ganz schnell in so einer Situation das Ganze an dem Trainer festgemacht. Bekommt ihr als Mannschaft diesen Druck eigentlich auch mit? Und wie geht ihr da in der Mannschaft mit um, vor allem wenn es dann gegen den Trainer geht? Also ich lese ja nicht viel Zeitung, das habe ich mir damals abgewöhnt in Kiel. Aber so ab und an bekommt man halt was mit. Aber es ist jetzt irgendwie nicht so, dass es das Hauptthema in der täglichen Arbeit ist. Wir konzentrieren uns auf unsere Spiele. Jetzt Montag in Duisburg, da ist der Fokus drauf. Und alles, was drumherum ist, muss man einfach versuchen auszublenden. Mhm. Gut, dann versuchen wir das jetzt auch mal auszublenden, weil so schlecht ist es ja auch gar nicht. Wie gesagt, wir sind auf dem aufsteigenden Ast und hoffe, dass wir Montag in Duisburg dann auch die nächsten Punkte holen werden auswärts. Montagabend ist ein Abendspiel. Wie ist denn das? Also man sagt ja immer von wegen Abendspiele wären besonders. Was macht so ein Abendspiel so besonders? Ich weiß nicht, es ist einfach cooler. Ja? Die Atmosphäre so, es wird dunkel, ein Flutlicht. Ich weiß nicht, es bringt einfach Spaß. Also ich spiele auch viel lieber abends. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist einfach vom Gefühl her irgendwie ein Stück cooler. Mhm. Ist einfach so. Viele Fußballer haben zu der Zeit dann auch immer Kopfhörer auf. Beobachte ich dann immer, wenn die so in ihre Spielerkabine, wahrscheinlich wegen der Konzentration. Machst du sowas auch? Und wenn ja, was hörst du da so? Ja, also ich höre immer, im Bus höre ich Musik. Und da ist dann unterschiedlich. Da höre ich Polmann, aber ich höre auch Deutschrap. Und dann aber auch wieder was ganz anderes. Also Fettes da, Brot würde sich da anbieten? Nee, das nicht. Nee, okay. Aber so halt, was so aus Kiel mal mitbekommen hat und so. Aber das ist eigentlich unterschiedlich. Also ich höre keine langsame Musik, aber so welche, die einen auch vielleicht ein bisschen zum Nachdenken bringt, so dass man fokussiert ist. Also gar keine Musik, die einen pusht oder so? Doch, die ist auch dabei. Also ich habe so eine kleine Playlist, das sind glaube ich 9 Lieder oder so. Ich meine, so lange sind die Wege ans Stadion nicht immer, aber... Also da habe ich schon einen guten Mix, glaube ich. Okay. Bei Abendspielen hast du dann auch die Champions League-Hymne auf dem Kopf? Nee, die brauche ich nicht. Die brauchst du nicht. Apropos Champions League, ich frage mich ja immer, wenn ich Fußballspieler wäre, ob ich dann trotz alledem noch einen Lieblingsverein hätte. Na klar, jetzt sagst du natürlich, der SC Paderborn gehört ja auch dazu, aber gibt es für dich einen Verein, wo du halt sagst, so von wegen so, boah, den habe ich schon im Kindesalter super gefunden? Als Hamburger natürlich HSV. Oh. Also ist natürlich immer jetzt in letzter Zeit halt ein bisschen qualvoll. Und es wird auch weniger, dadurch, dass man halt selber spielt und vielleicht auch mal gegen die spielt. Aber es war früher immer der HSV, ja. Okay. So, Montagabend, wie gesagt, Duisburg-Abendspiel. Du hast selber mit Duisburg ja noch eine, meines Erachtens nach, eine Rechnung offen. Ihr habt, glaube ich, mit Holstein Kiel irgendwann am 37. Spieltag oder wann das da war, 3-1 verloren, damit eigentlich auch den Aufstieg verspielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hat man da eine Rechnung noch mit denen offen? Ja, also es war ja so, dass der vorletzte Spieltag ist richtig und wir waren 2 Punkte hinter denen. Und wenn wir gewinnen, sind wir vor denen am letzten Spieltag. Wenn wir verlieren, steigen die auf. Wir gehen auch 1-0 in Führung. Also erstmal super Stimmung. 1000 Kieler mit, was man sonst nicht so erlebt. Alle in Rot. War super. Führen auch 1-0 und versauen das alles in 9 Minuten. Wir kriegen in 9 Minuten 3 Gegentore. Wir machen eigentlich ein gutes Auswärtsspiel. Aber diese 9 Minuten haben uns alles versaut. Und ja, Rechnung offen. Nicht so viel gesagt, aber da würde ich gern neue schöne Erlebnisse verbinden. Das wünschen wir dir natürlich auch, wenn du denn spielen solltest, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass wir da erfolgreich aus der Situation rauskommen. Bedanke mich auch für das Interview. Es wird jetzt langsam ein bisschen kühler. Für Hauke ist das, glaube ich, kein Problem. Eigentlich laufe ich noch im T-Shirt rum. Alles klar. Gut, für diejenigen, die eventuell aber noch ein T-Shirt brauchen, möchte ich hier noch mal einen Appell aufrufen. Der Fanshop vom SC Paderborn hat den 30.09. Winterschlussverkauf. Das bedeutet, nee, Sommerschlussverkauf muss er ja dann haben. Das bedeutet, die räumen das Lager leer. Bis zu 60% auf alle Produkte. Kommt einfach mal vorbei vom 30.09. bis 2. Oktober. Wir sagen Dankeschön, wünschen euch eine wunderbare Woche und fahrt zahlreich nach Duisburg, die Jungs unterstützen. Tschüss. Ciao.